Wir sind auf der Jagd nach dem Holopogo-Hasenvieh. Den Crosscode. Ja, weiter. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Crosscode. Oh, wie speichert? Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben gespeichert. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, oder? Haben wir gespeichert? Ich speichere nochmal. Ich will einfach nur sicher gehen gerade. So. Ihr müsst das machen, Leute. Oh, danke schön. Das wäre critical. Das habe ich noch nie gesehen. Wir springen es mal. Uiuiuiui. Das war knappes Ding, du. Das war richtig knappes Ding. So, ich würde vorschlagen, wir smashen uns. Ach, da lebt ja noch einer. So, ich hab's mitbekommen. Ah, da ist der Hase. Und er geht in den nächsten Ausgang. Hey! Bevor wir in den Ausgang gehen. Laserbrücke. Bevor wir in den Ausgang gehen. Erkunden wir das Gebiet noch. Aha. Hier oben. Stempel. Chest. Haben wir hier irgendwo was, wo wir hoch können? Ah ja, guck mal, hier können wir hoch. Moment, dann holen wir uns noch mit. Bevor wir sie vergessen. Hier können wir hoch. Oh, oh, shit. Das war nicht gewollt. Ach, shit, hier geht sie gar nicht. Ich dachte, die Wand wäre hoch. Ah, dumm, dumm, dumm. Ist es nicht dumm, dumm, dumm. So, yep. Fast richtig gesprungen. Hier ist nix. Wie hier ist nix. Moment, was? Wenn wir jetzt hier springen, wir runter. Aber komplett. Dann sind wir am Anfang. Das ist ja Quatsch. Wollen wir doch gar nicht. Kriege ich das hin? Ja, guck mal, vielleicht. Wenn wir das an die Ecke schieben. Oder kriegen wir den hier rausgeschoben? Ah, Alter, den können wir auch rausziehen, okay. Dahin. Den dahin und dann unseren Weg so bahnen.
dass wir hier hinkommen. Oh, das ist ein riskantes Manöver auf jeden Fall. Das ist ein sehr riskantes Manöver. Das muss ich schon sagen. Aber versuchen wir es. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Hep. Hep. Oh. Ah, nice. Shit. Ich war einfach zu... Wieso treffe ich die nicht? Okay, das funktioniert. Das weiß ich, aber ich will die Dinge einsammeln. Sehr schön, der Shortcut-Schalter. Hier unten lang. Hier haben wir eine Truhe. Grünes Risotto, alles klar. Was auch immer das ist. Grünes Risotto kenne ich noch nicht. Irgendwas Spezielles sein. Haben wir hier noch was? Eine kleine Ruine, umrandet von Klippen. Das muss ein schöner Ort zum Ausruhen gewesen sein, so weit weg von den Sorgen der Welt. Shit. Kommen wir hier hoch? Boah, Alter, das ist präzise. So. Yep. Nice. Teigrollen, rollen, rollen. Okay, das hätten wir. Wunderbar. Auf geht's zum Hasen, ne? Hole den hopsenden Hornochsen am großen See ein. Okay. Willst du mich verarschen? Mich fernhalten von dem Vieh. Das geht noch nicht. Aber da hinten ging es auch noch nicht, ne? Da kamen wir auch noch nicht weiter. Ne, da konntest du nur rüberhüppe. Da konntest du nur rüberhüppe. So. Hase. Ah, fast. Wie kann ich denn so viel Leben schon verlieren? Muss ich sowas essen? Das ist ja schlimm.
Alter, jetzt gibt's hier ordentlich was, hä, zu tun. Hä? Hoch mit dir. So, da wollen wir lang. Da können wir uns ein Ding hinschieben vielleicht. Geht das? Hey, wir erkunden die Welt. Das geht ja wirklich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nice. So, wo brauchen wir das Teil denn jetzt überhaupt? Wir müssen... Von wo müssen wir hier... hin? Also, hier haben wir was, dass wir auf diese Säule kommen. Okay. Und dann von der... darüber. Da hoch macht ein... Ist das überhaupt möglich? Keine Ahnung. Also das, was wir jetzt gebaut haben, sollte funktionieren. Wenn ich mich nicht zu dumm anstelle wegen der Perspektive. Dankeschön, Hoppelhase. Jetzt ist nämlich der aktiviert. Die Frage ist, ob man die verschieben kann, dass man da noch woanders hinkommt. Alter. So, ein bisschen Frosten hier. Schockfrosten. Okay. Das. Achso, da geht's nicht weiter. Ups. So. Ja. Komm schon, kleiner Hase. Ja, hab ich alles. Ach, jetzt hängt das schon wieder an. Au! Alter, habt 250! Hallo Mädle! Hi! Ah, ich sehe, da hast du 50% Marke erreicht. Super! Ich habe eine Kleinigkeit für die. Wir treffen uns am Bakikum Quest Hub. Oh, okay, cool. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das erreicht habe, aber. Finde ich sehr gut.
gedacht, wir ballern mal ein bisschen einfach Druck. Komm, Büffelon. Beweg dich. Dankeschön. War doch nicht so schwer. Ah, okay, alles klar. Das ist der Shortcut. So, die Frage ist, wo führt der uns hin? Dieses Land ist wirklich ungewöhnlich geformt, findet ihr nicht auch? Das hast du vorhin schon gesagt. Hör auf zu meckern. Ich fische. Ah, warte, die brauchen bestimmt irgendwo da hinten bei uns. Deswegen habe ich auch das hier. Ja. Leute. Könnt ihr da einmal weg? Danke. So. Ups. Da kommen wir hin. Machen wir die Seite noch. Kannst du einmal nur treffen? Danke. Oder? Warte, da oben ging es nicht weiter, ne? Ne, da sehe ich die Wand. Und da ist nichts. Alles klar, da geht's weiter. Ach, jetzt sind wir hier. Das ist der Shortcut. Ah ja, okay, perfekt. Können wir jetzt nutzen. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Hier den Shortcut. Oh, richtig gut. Das fühlt sich gerade sehr gut an, muss ich sagen. Okay, Lea, mach dich bereit. Emily, nichts verraten. Ach, komm schon. Ist doch sowas von offensichtlich, dass jetzt das Finale kommt. Ist das so offensichtlich? Wollen wir das schon? Nein, ich wollte nicht reinlaufen. Egal. Reisender. Unsere kleine Reise neigt sich dem Ende zu. In dieser letzten Prüfung sollst du mir deine Beherrschung der Temperaturen demonstrieren. Was? Was zur Hölle? Au! 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 Au, 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 au! Alter! Muss weg! Habe ich irgendwas, das Brand regelt?
Ah, kann man gucken. Ich hasse Brand. Ich, ganz ehrlich, Brand ist so dumm. Oh, wir. Oh, oh, kalte Platte. Sehr gut. Sehr cool. Hitzeresistent. Ja, okay. Und dann fange ich wieder oben an. Scheiße. Reisender, du hast dein Können unter Beweis gestellt. Du hast die Prüfung bestanden. Such deine Belohnung dort, wo sie begann. Was? Egal, muss ich mal zurück. Du hast den durchgeknallten Müllmann erwischt. Wir haben es geschafft. Ende gute Arbeit. Find's immer noch doof, dass er nicht explodiert ist. Bist du nicht ein wenig grausam? Die haben uns das Ding so lange lagen lassen. Da kann man doch wohl eine ordentliche Hasenexplosion erwarten. Aber der ist doch so niedlich. Hasenexplosion. Ja, ich finde, sie hat da einen Punkt. Kein großer, aber sie hat einen Punkt. So. Hier. Ja, alles gut. Platsch, platsch, platsch. Das war seltsam. Ja, das war seltsam. Jetzt aber schön, dass die mit einem interagieren. Gefällt mir. So. Wir sind jetzt am Anfang. Nee, sind wir am Anfang? Nordausgang, Wegpunkt entdeckt. Okay, cool. Wieder was Neues. Sag mal. Meine Fresse, was habe ich denn für Gebiete? Also wir sind jetzt einmal im Kreis, glaube ich, gelaufen, ne? Ja, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Wie kommen wir dahin? Wahrscheinlich von unten. Laserbrücke reloaded. True Story. So. Schade. So, schauen wir uns, jetzt müssen wir uns doch mal hier einen Weg finden, oder? Wie wir da hochkommen. Muss es doch irgendwas geben. Gucken wir uns doch mal hier rum. Irgendwas muss ja hier sein. Was ist denn das? Aha. Aha. Komme ich darüber? Ja. Sehr, sehr cool. Da kommen wir auch rüber. Alter! Was? Aber okay, wir haben einen Weg. Wir können auch hier schon wahrscheinlich direkt rüber. Alter, dieses präzise Springen, das macht mich fertig. Oh shit. Okay, wir gehen erstmal hier unten lang. Oh, jedes Mal. Ich. Oh. Dummer Block. Komm jetzt, Konzentration langsam. Kein Stress. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit und er springt wieder ins Wasser. Mein Gott, wie dämlich muss man sein. Okay, es ist nur für die Blumen. Alles klar. Nicht für mehr. Das heißt, das hier ist der richtige Weg.
Der könnte stimmen. Okay, er stimmt. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind schon mal an der richtigen Stelle. Das ist scheiße. Das hilft uns nicht viel. Aber wir könnten das machen. So, ich stelle mich jetzt einfach davor. Kann ich das von weiter hinten da so rein präzisieren? Okay, so, der ist schon mal weiter. Der ist auch offen. Ah, smart. Okay, sehr gut. War eine weitere Kiste. So gefällt mir das. Sehr schön. Macht es an der Säule her irgendeinen Sinn? Nee, die war einfach nur ein Block, oder? Also... Ja, sie ist ein Block, aber sie war ein Block, dass sie was geblockt hat. Oder? Naja, zur Not finden wir es noch raus. Wenn wir irgendwo wieder was haben, wo wir nicht weiterkommen. Und was haben wir hier? Früchtekuchen. Ja, gut. Ist okay. So, sie hat doch an der Statue hat sie angefangen, ne? Korrekt, oder? Ja, da ist es doch. Zeig's mir. Reisender, Gesandter des Wandels, du hast die Prüfung dieser Felder bestanden. Ich werde dir diese Form schenken, um das Tor zum Norden zu öffnen. Möge jeder deiner Schritte den Pfad eines Wachstums ebnen. Deines Wachstums. Wachstum, was? Grüne Samenform erhalten. Whoop! Gratulation, Zika. Du hast die grüne Samenform erhalten, die dir Zugang zu Gaias Gärten Gaias Garten im Norden gewährt. Gaias Garten ist ein weitläufiger Dschungel und beheimatet gleich mehrere Tempel. Der Zirvirta-Tempel beherbergt das Element Schock und der Sonachi-Tempel beherbergt das Element Welle. Deine nächste Aufgabe ist, beide Elemente zu erlangen und die letzte Prüfung des großen Grüßkayo zu meistern. Schöne Grüße, Kayo, ne? Viel Glück und bleib wachsam. Cool. Dem Holo-Hasen gefolgt. Du hast die Formen gekriegt. Très bien. Gut gemacht. Das heißt, wir sind bereit für den Raid. Aber vorher wollte ich noch etwas sagen. Du weißt doch, was der Typ im Weltraum gesagt hat, oder? Dass wir mit der neuen Form nach Gaias Garten können. Naja, Gaias Garten ist eigentlich ein Dschungel. Du weißt, auf was man so im Dschungel trifft, oder? Insekten, wie zum Beispiel... Käfer! Ich will da nicht wirklich alleine reingehen, also wäre es echt toll, wenn du auf mich warten könntest, damit wir den Dschungel gemeinsam betreten können. D'accord? Merci, du bist die Beste. Aber lass uns warten, bis der Raid vorbei ist, okay? Oh, und jetzt, wo wir alle bereit sind, sollten wir uns alle im Hauptquartier treffen. Lynn wollte uns noch einige Infos über den Raid geben und uns die Details erklären. Auf geht's! Level up. Nice! Nice und nice. So. Aber ich habe von einer geheimen Quest gehört. Was? Quark. Dass uns jemand im Quest-Hub hier, dass da jemand wartet. Weil er etwas Geheimes für uns hat. Sehr geheim bestimmt.
So, hallo der Mädle. Ich kann Ehan rausgefunden, deine Hütle noch besser zu machen. Bist du bereit für ein Upgrade? Okay, hi. Trockener Grasgut erhalten. Drei neue Allmachtshütle. Ich habe keine Ahnung. Wir treffen uns da wieder. Adele. Was? Geil. Finde ich gut? Was hat er denn? Botanik. Ja, gut. Dauerbeschuss, komm weg. So. Mit dem trockenen Grasgut mit. Hä? Gesagt, den habe ich gerade ausgerüstet gehabt. Warum war der auf einmal auf was anderem? Nee. So. Okay, mehr Analysen machen. Das heißt, ich muss eh nochmal zurück. Wir haben keine Quests mehr hier offen. Das gefällt mir sehr gut. Aber wir haben ja hier noch einmal im... Ach komm, ich mach uns hier noch eine Quest hin. Da müssen wir noch einmal diesen Ding machen. Ihr wisst schon. Ne? Oh, da ist eine... Da fehlt uns eine Truhe. Tempelmine fehlt uns noch was. Interessant. Rompus Square 0 von 8. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal... Ordensfall. Ich kann den Pfeil mal wegmachen. Löschen. Brauchen wir nicht mehr. Hier ist dann die Quest mit den alten Gegenständen, mit den kaputten. Und hier ist das Gildenhaus. Gehen wir ins Gildenhaus. Komm. Jede Pflanze, die ist wichtig. Können wir hier hin? Nein. Schade. Das ist zu. Das ist sehr schade. Hat also keine Bewandtnis. Keine Bewandtnis. Leute! Wir sind soweit. Helen. Lea, meine Liebe. Ich freue mich, dich so zu sehen. Und gerade rechtzeitig für den Raid. Ich schätze, die anderen haben dir schon davon erzählt. Ich habe mir überlegt, euch eine kleine Einweisung zu geben, um euch die Details zu erklären. Hast du gerade Zeit? Ja, komm, hau raus. Alles klärchen. Auf geht's. Alle Mann, aufgepasst. Morgen startet unser erster Raid, bei dem alle ersten Gildenmitglieder dabei sind. Naja. Ach ja, außer dir, Al. Sorry, bin beschäftigt. Okay, das heißt, wir sind insgesamt 6 Leute. Das ist perfekt, denn so können wir uns in 2 Dreierteams aufteilen. Das Mid-Level-Team mit Lea, Emily und Tronny. Und das High-Level-Team mit Lukas, Buggy und mir. Der Raid ist darauf ausgerichtet, sich dem Durchschnittslevel jedes Teams anzupassen. Also sollte unser Levelunterschied kein Problem sein. Dremia. Also können wir doch zusammen kämpfen. Nicht direkt, Liebes. Tut mir leid. Beide Teams werden auf verschiedenen Pfaden nebeneinander laufen. Glaub mir, es ist besser so. Du willst nicht in die Nähe eines aggressiven Level 60 Gegners kommen. Warum nicht? Ich pack das locker. Oh, das würde ich gern sehen. Luke, du solltest mit Emily den Platz tauschen. Ruhe bitte. Lasst uns beim Thema bleiben. In Ordnung? Jawohl, Ma'am. Wir sind zwar auf verschiedenen Pfaden, aber trotzdem müssen wir zusammenarbeiten. Wegen dieser Säulengegner, richtig? Genau. Beide Teams müssen nämlich die richtigen Ziele zur gleichen Zeit angreifen. Oh, das klingt interessant. Wie genau funktioniert das? Ach, mach dir darüber jetzt keine Sorgen, Johnny. Das ist ganz leicht. Wir erklären es euch, wenn wir da sind. Verstanden. Oh, eins noch. Jedes Team wird am Ende auf einen kniffligen Boss treffen. Also, bereitet euch gut vor, ja? Oui, natürlich. Also, wann geht's los? Unser Zeitfenster ist für morgen Nachmittag Ingame-Zeit reserviert. Kommt also nicht zu spät. Ach ja, der Eingang zum Raid-Gebiet ist in Autumn's Fall in der Nähe der Statue. Also treffen wir uns morgen einfach an der Statue. Alles gut?
Alles klar, hört sich gut an. Ah, ich bin so aufgeregt. Unerwarteter Fehler. Na, sieh mal einmal an. Emily war so aufgeregt, dass sie vor Freude geplatzt ist. Das ist nicht euer Ernst. Warum? Ach, mach dir keine Sorgen, Liebes. Das ist nur ein kleiner Verbindungsfehler. Das passiert ab und zu mal. Was? Es gibt heutzutage noch immer Verbindungsfehler? Nein. Genau genommen ist es kein Verbindungsfehler. Einer der Avatar-Server ist abgestürzt. Crosswords läuft über ein verteiltes System, das riesig ist. Es gibt hunderte von Servern, nur für die Avatare. Es ist also nicht üblich, dass einige ab und zu abstürzen. Der Backup-Server sollte in ein paar Sekunden hochfahren. Ah, verstehe. Der Nerd schlägt wieder zu. Ey, bitte, denk bitte an die Immersion. Richtig, Verzeihung. Initialisiere Avatar. Sacre bleu, was war das? Keine Sorge, Liebes, nur ein paar kleine technische Panne. Ach so. Allo, eigentlich wollte ich mich eh bald ausloggen. Muss noch einiges erledigen, damit ich morgen Zeit für den Raid habe. Ah ja, geht mir genauso. Johnny, Lea, treffen uns morgen und gehen zusammen zum Raid, aber seid bloß pünktlich, damit uns noch genug Zeit bleibt, letzte Vorbereitung zu treffen. Okidoki, na dann, bis morgen. Au revoir. Bye. Ciao zusammen. Was mit dir, Lea? Loggst du dich auch aus? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich achte darauf, dass du rechtzeitig wieder ins Spiel kommst. Gut, dann bis morgen. Mach's gut, meine Liebe. Bye! Oh, interessant. Ein Träumchen kommt jetzt wieder. Ich dachte, ich könnte schon laufen. Als ich genau da bewegt habe, wo ich hin wollte. Tut mir leid, aber nichts scheint zu helfen. Sie reagiert immer noch nicht. Sie ist komplett bewusstlos? Ich bin mir nicht sicher. Es ist möglich, dass sie ihre Umgebung immer noch nicht wahrnimmt. Verstehe. Es tut mir sehr leid. Ich habe alles versucht. Ehrlich gesagt, sehe ich solch einen Fall zum ersten Mal. Es ist möglich, dass das eine Folge ihrer letzten Erlebnisse ist. Deshalb gibt es nur noch eine Sache, die wir probieren können. Wir lassen sie alles vergessen. Okay. Heftig. Initialisiere Avatar. Guten Morgen, Lea. Geht es dir gut? Ich habe dich extra früh eingeloggt, damit wir noch ein bisschen noch genügend Zeit haben vor dem Raid. Ist alles in Ordnung? Warte, hast du wieder was geträumt? Oh, was hast du gesehen? Warum? War es wieder dieser eine Ort? Eine Person? Ein anderer Ort? Warum? Jetzt bin ich etwas ratlos. An was hättest du dich noch erinnern können? Warte mal. Der Traum, den du vor diesem hattest. Ich habe einige Fragen vorbereitet, die uns helfen könnten, den Ort, den du gesehen hast, präzise zu bestimmen. Gut, mal sehen. Sah es aus wie eine Art Dschungel mit vielen Bäumen, vielen Pflanzen, großen Bäumen und so weiter. Gut, dann war es wohl nicht Gaias Garten. Okay. War es ein eher dunkler Ort mit vielen Bambusbäumen und ähnlichen Pflanzen? Ich verstehe. Dann muss es der Saphirgrat sein. Das ist eines der späteren Gebiete in Crossworlds. Es dauert noch eine Weile, aber wir kommen schon noch dorthin. Und wenn du erst einmal dort bist, hilft dir die Umgebung vielleicht, dich zu erinnern. Also dann, ans Tagwerk. Mit anderen Worten, bereiten wir uns auf den Raid vor. Ich glaube, die Gilde wollte dich an der Statue in Autumn's Fall treffen, richtig? Ja. Ich will kurz was lunsen.
Was? Direkt nach Autumn's Fall. Hier ist ein Ostausgang. Ist das die Statue? Wir gucken mal, wo der Raid geht. Scheinbar nicht hier. Den habe ich immer noch nicht aktiviert. Ach, was soll man. Kriegen wir schon gebacken alles. Ah, da haben wir sie. Hi, bonjour Lea. Guten Morgen. Die anderen sind schon vorgegangen. Alles, was wir tun müssen, ist, durch diese Höhle zu gehen. Wir haben aber noch ein wenig Zeit. Wir sollten sicher gehen, dass wir alle gut vorbereitet sind. Ich hätte nichts dagegen, mir die Ausrüstung in Whoopi Harbor noch einmal anzusehen. Hör auf, seinen Stress zu schieben, Tronny. Ich bin sowas von vorbereitet, ein paar Dreies zu versuchen. Aber gut, es ist deine Entscheidung, Lea. So, wo finden wir uns gerade? Im Ahnenzentrum. Ah, das heißt, wir könnten von oben durch. Ich verstehe. Ich will mal kurz noch wissen, was... Okay, rechts können wir noch nicht hin. Wir gehen nochmal nach Whoopi Harbor. Denn es ist wichtig für uns gerade, dass wir noch ein paar Sandwiches uns holen. Also, ich brauche Mega-Sandwich, finde ich richtig gut. Chef-Sandwich, ich brauche also Früchtekiste, Gewürzkisten, bla. Wie hast du denn, ne? Nee, du hast sie. Oh, wer hat diese scheiß Kisten? Du. 1, 2, 3, 12. Du, haben wir auch nochmal. 12, komm. Bärenzikade, ey, da muss man ordentlich farmen dann. Um uns ein paar Chefs hinzu. So, das sollte hoffentlich reichen. Ich hoffe es. Ganz ehrlich, ich hoffe es wirklich. Hier noch irgendwas Cooles? Nee, ihr habt nur noch Crap. Einzig Geile war diese 40er. Dun, 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 dun. Und hier ist so. Nee, kein Weg. Ist alles noch zu? Interessant. Warum ist hier alles zu? Oh. Oh, warte, du hast Gewürzkisten? 2. Oh, 2 noch. Teighorn, Chimpo, kalte Platte. Oh, kalte Platte ist gut. Kana. Also. Mega-Sandwich. Was brauchst du denn? Noch eine Früchtekiste. Komm, da holen wir wenigstens noch ein Mega-Sandwich. Mega-Sandwich. Dankeschön. Also, rotes Bandana. Nee, trockener Grashut. Der ist einfach besser. Alter, what? 198 Leben dazu. Ah, könnte ich mir holen? Brauche ich nicht. Passt schon so. Altmetall, Altmetall und Waffen. Nee. Alles cool. Heimat von Taluti Lips. Ah, interessant. Wir wissen jetzt, wo Taluti Lips wohnt.
Das ist doch sehr gut zu wissen. Hier kann man nicht quatschen. Hier unten lang. Was haben wir hier? Wir verkaufen hochwertige Ausrüstung. Ja, zeig mal. Ciao. Gut, der hat sich auch nochmal ausgerüstet. Wie zur Hölle? Smart. Smart. Schön. Gefällt mir. Ah, das war's hier auch schon? Ja, mehr kriegen wir vielleicht noch. Irgendwas Interessantes? Nö. Hier was zu sagen? Nein. Hier? Nein. Hier kann man rein. Oh, schön. Ah, sieh mal einer an. Ja, und erstmal die noch. Kann mir bitte einer verraten, wie er da hinkommt? Achso, brauchen wir gar nicht mehr. Muss ich hier nur abschießen. Spross der Wahrheit. Sehr schön. Den hatten wir damit auch. Und das haben wir zerstört. Cool. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir sind bereit. Wir sind bereit für den Raid. Oh, da oben geht es nur überall raus. Sehe ich das richtig? Ja, ja. Das überall noch Ausgänge scheinbar. Alles cool. Wir gehen jetzt mal. Ja. Ist das? Den Raid machen wir in der nächsten Folge. Den machen wir nächstes Mal. Wir gucken jetzt uns noch einmal hier ein bisschen um. Und gehen nochmal nach unten. In das Gebiet hier unten. Also ja, das war ja nichts. So. Map. Und dann nach links. Da. Au! Kann ich ins Wasser springen, dann ist es gut. Ja. I don't care. Anfang des Levels. So. Hier gibt es deutlich mehr Wasser als in Autumn's Rise. Ich glaube, die wollten damit den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Denk dran, Wasser ist tödlich. Ja, yeah, true, true. Warte, waren wir ja schon? Na. Es nicht beurteilen. Da ist eine Kiste. Ist das die? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht ist sie das. Vielleicht ist sie das. Aber auch nicht. Aber hier waren wir noch nicht. Laserbrücke. Die Rückkehr der Laserbrücke. Sehr schön. Südausgang. Ah, nice. Okay. Wo sind wir jetzt in Rookie Harbor? Ah, da oben sind wir. Alles klar. Okay. So, hier kommen wir erstmal nicht weiter.
Aber wenigstens haben wir das jetzt vervollständigt. Das wiederum heißt... Hier geht es dann nochmal nach oben. Und da drüben ist ein Schalter. Den wir von da oben erreichen. Wie zur Hölle? Kann ich hier eine Runde laufen? Die Kurve springen? Da, nee, das ist zu groß. Das macht keinen Sinn. Vielleicht kommen wir da noch nicht hin, weil wir die Story noch nicht so weit fortgeschritten haben. Das kann natürlich sein. Ey, wir wissen es nicht. Möglich ist hier alles. Ist ja ein Videospiel, ne? Oder kann ich das machen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Da oben ist der Schalter. Oh, der müsste schon präzise von da irgendwie nach da oben fliegen. Und das glaube ich nicht, dass das machbar ist. Oh. Pferdchen. Auch die Fresse. So. Ist irgendwas, wo ich noch nicht hin... Warum ich da auch noch nicht hin kann, weiß ich auch noch nicht. Finden wir aber vielleicht auch noch raus. Das gilt es jedenfalls rauszufinden. Kommen wir von hier irgendwo hoch? Ah, guck mal an. Das ist das. Okay. Den haben wir schon, den alten Krieg. Gehen wir mal rüber. Ah, genau, ja, ja, da waren wir. Das war Hasenweg. Das war Hasenweg. Das haben wir alles soweit geklärt gehabt hier. Das heißt, hier gibt es ja für uns jetzt auch erstmal nichts zu holen mehr. Hä, muss ich das jetzt jedes Mal zerstören? So, ja gut, da haben wir es ja hingeschafft. Da. Das heißt, wir gehen mal zurück. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine große Auswirkung auf uns hat. So. Genau, da waren wir. Die haben wir alle geholt. Die haben wir auch. Ja, wir gucken, ob den Hasenweg zurücklaufen können irgendwie. Da irgendwas Neues noch aufploppt. Hier nur. So. Jetzt frage ich mich gerade, wo war denn unser Kram hier? Ach, komm schon. War der da unten? Vorher. Hier war der. So. Wenn ich von da käme, könnte ich dann... Nee,
ende ich da. Hilft mir also überhaupt nicht. Und das hilft mir auch nicht. Und du bist ja auch eine Säule, die blockt. Das verwirrt mich, dass du hier das hast, aber dass da nur so ein dummer BG-Schalter ist, ne? Dass das, wozu ist dann dieses Fenster da? Das macht auch keinen Sinn. Hier kann ich nicht hoch. Ah! Das kommt noch, bestimmt. Das muss kommen. Sonst macht mich das wahnsinnig. Weil ich sehe ja sonst keinen Weg. Oder bin ich so deppert? Nee, oder? Nee. So. Also, ich würde sagen, wir geben jetzt hier nochmal durch, dass wir hier rauskommen bei der Para-Insel. Und dann ist auch schon Feierabend für heute. Damn. Scheiß Schalter, der macht mich fertig gerade. Wisst ihr, würde ich von hier oben dahin kommen, wäre das ja kein Problem. Moment. Na, alter Leute. Kann man hier eigentlich durch? Hier kann man ja wirklich durch. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Sind Putz, was? Putzhölle sind wir? Egal. Wir machen jetzt kurz erst. Shit. Machen jetzt erstmal das hier fertig. Das machen wir jetzt noch. Nee, da hoch. Da hoch. Da hoch, da hoch. So. Okay, Schalter. Sehr gut. Dann haben wir nämlich das weg. Ich habe absolut keine Ahnung. Ah doch, das da. Das will ich machen. Absolut keine Ahnung, was es mir gebracht hat. Ja, man könnte natürlich auch... Keine Ahnung, wie das immer fährt ist. So. Ups. Ah, okay. Das heißt, wir müssen da rüber. Oder kann ich von hier irgendwas erwischen? Nein. Weg. Guck mal, noch eine Rätselruine eines uralten Dorfs. Ich nenne es La Petite Brigueville. Das ist süß. Fällt dir was Besseres ein? Mal sehen, da es mal ein Dorf der Ahnen war, schätze ich, dass es einen eher traditionellen Namen hatte, wie Fyroar oder Bucky Coom. Oh, vergiss es. Ach, jetzt mal. Kurzum. Ganz einfach.
So. Die Big Question, die ich habe, ist... Ach du Scheiße. Macht das Sinn? Ja, wunderbar. Bleib doch mal da stehen. Wunderbar. Scheiß auf die Blumen. Einen haben wir bekommen, reicht doch. Nee, das ist Quatsch. So hingehe. Auch nicht, ne? Ach, Junge. Das, diese Zielfernung ist... Ach, guck mal, ich kann das je nachdem... Okay. Interesting. Wolf-Zikade, sehr schön. Spart ein bisschen das Sammeln. Und da kommen wir nicht weiter. Die kann man noch mitnehmen. Komischer Fels. Das heißt, wir hätten das hätten wir erledigt. Aber das heißt, uns fehlt ja immer noch das hier oben. Wo wir jetzt aber natürlich hin könnten, weil wir hier hoch können. Ups. Mein Fehler. So. Ach, was? Nehmen wir mit. So. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Gut. Das haben wir auch. Da sind die Plattformen da. Das ist okay. Gut. Haben wir alles eingesammelt. Das heißt, wir begeben uns jetzt in das tolle neue Gebiet. Und ich würde vorschlagen, wir machen hier einen kleinen Save. Alter, what? Wir machen hier keinen Save. Ich will hier nicht bleiben. Wir werden so schnell sterben. Alter. Kommt mir an irgendeine Kiste wenigstens dran, ohne einmal drauf zu gehen? Jetzt mal ernst gemeint. Ich meine das komplett ernst. Gibt es hier irgendwas, wo man hinkommt, ohne gegen diese Monster kämpfen zu müssen? Komm, das ich will es halt einfach rausfinden. Wenigstens haben wir uns das schon mal erkämpft. Doch schon mal ein Anfang, oder? Fuck. Ich muss hier einmal kurz speichern. Ich habe das Gefühl, wir müssen kämpfen. Oh mein Gott, sind die stark! Alter!
kriege ich die, dass die kämpfen müssen und ich. Einfach weggelaufen. So ist es richtig. So macht man das. Schalter aktivieren. Sehr gut, sehr gut. Okay, okay, okay. Hep. 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 Select überspringen. Überlebenskünstler. Goldenes Ticket haben wir bekommen. Sehr famos. Man könnte da vielleicht drauf und dann noch eins höher. Ich weiß es nicht. Mal austesten. Denn wir haben jetzt einen fantastischen Shortcut, Leute. Ist das nicht geil? Und Porträt des Verfalls. Okay, die sind nicht aggressiv. Good to know. Nur wenn wir die Erde besiegt haben, dann erst kommen wir. Nee, okay. Ich kann von hier nur das machen. Dafür ist es da. Das heißt, wir haben das Gebiet abgeschlossen. So wie es scheint. Gibt es nichts mehr? Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Holen die Blumen noch, ne, wenn sie da sind. Und wir. Da, so. Ach, ich. Man will halt überhaupt nicht bei diesem Spiel aufhören. Da gibt es immer was, so viel zu tun und so viel Neues und so schöne Sachen. Map. Da ist Map. Ah, wir müssen nur nach rechts. Alles klar. Krieg ich hin. Krieg ich hin. Oh, eine Blutdrachenfliege. Sehr schön. Das will ich doch. Wo ist denn. Achso, das war ja da, ne? Das war hier hoch. Oder? War die hier? Ja, quasi. Wolf Zikade. Sehr gut. So, wir gehen jetzt noch schnell durch diese Map durch. Durch die Höhle. Ups. Weil wir haben ja eh schon alles. Und dann starten wir beim nächsten Mal direkt beim Raid. So mein Vorschlag. Wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind hier. Also, hä, wo sind wir zur Hölle? Hier war ich nicht. Wenn man selbst verwirrt ist, wo man wie die Level aufgebaut sind, ne? Das ist, glaube ich, kein so gutes Zeichen. Sehr schön. Okay. Wegpunkt. Genau das wollte ich vorher schon. Ach, guck mal, Leute. Ups. Also konnte man doch, kann man doch dahin. Was zur Hölle? Warum steht. Wie kommt ihr dahin?
Und wie zur Hölle kommt man hier eins höher? Das geht. Ach, guck mal da an. Kann man. Nope, ich kann da. Nee, ich kann da nicht drüber springen. Interesting. Muss diesen Weg nehmen. Irgendwie will ich das gerade noch machen. Da komm ich hin. Okay, wunderbar. Wir sind oben. Und können uns jetzt noch die geile Box da hinten holen. Aber ich muss kurz gucken. Hier. Oh, ich wollte gerade sagen, werde jetzt da unten gespawnt. Das sieht soweit gut aus. Nie weg. Knapp. Und die Box gehört uns. Ach, nice. Chef-Sandwich. Wunderschön. Wunderschön. So, wie man es will. Habt ihr noch was zu sagen, Gruppe? Nein. Okay. Dann beginnt unser Raid nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich freue mich, wenn ihr... Ich vermute mal am Dienstag... Für den Stream natürlich wieder dabei seid und die Zeit in Crosscodes mit mir gemeinsam verbringt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.